mehr das Thema von geleistet haben. Angefangen mit dem Rückrund. Subotic. Drauf ist Caligiuri. Fliegt durch die letzten Wochen in der Form des deutschen Vizemeisters. Gut als ein frühes Tor. Das wird nicht dazu führen, dass wir hier weniger schauen. Assistenz zu kämpfen, hat er alles schon erlebt, aber ein Finale ist auch für ihn eben eine. Abseits zugestellt von Bastos, ist sicherlich der spielstärkere der Innenverteidiger. Im Januar war sicherlich die schwierigste Phase für die ganze Mannschaft, für den Trainer überhaupt, da als Fußballer zu funktionieren. De Bruyne. Das zurecht, Langerick, Gustavo! Langerick, der war verdammt schwer zu halten. Klar kann er den als Torhüter vielleicht nach außen weglenken. Er versucht es ja, aber er ist froh, dass er überhaupt hinkommt. Das sieht unglücklich aus als Torhüter, aber ganz schwer ihm jetzt da den entscheidenden Vorwurf zu machen. Ein solches Geschoss von Naldo muss erstmal zurück. Im Spiel Caligiuri. Und genau das macht eine klasse Mannschaft aus. Nicht ganz im Spiel, aber trotzdem dran. 1-1, De Bruyne. Caligiuri, Freistoß, der den Ausgleich brachte, noch nicht viel bewegen können, weil sie es gut verteidigen. Auf den Elfmeterpunkt, De Bruyne. Dost. De Bruyne! Super Tor! Dropkick versenkt. Ansatzlos. Unglücklich sicherlich zuvor Borussia Dortmund. Und der geht über den Handschuh von Langerick. Wunderbar abgelegt von Caligiuri durch die Beine von Hummels. Dadurch für Langerick verdeckt. Er sieht den ganz spät und deswegen macht offensichtlich Kevin De Bruyne heute sein erstes Tor überhaupt im DFB-Pokal. Danach sah es nicht aus, nach 20 Minuten, dass der VfW Wolfsburg hier bald in Führung gehen wird. Auch morgen für Sie Sport Kanu im vierter Lauf der DTM und natürlich der Empfang des Pokalsiegers. Ob in Dortmund oder Wolfsburg steht jetzt vielleicht schon er fest. Bas Dost macht das Tor, nickt den Kopfball ab. Perisic einmal hingelegt, einmal geschaut. Hier, wo ist mein Zielspieler, wo ist mein Stürmer? Und er setzt sich ab auf den zweiten Pfosten. Und dann gibt es keine Chance mehr, das Tor zu verhindern. Die Flanke muss verhindert werden. Konsequenter, das machen sie nicht, das schaffen sie nicht. Schmelzer, zweiter Sieger draußen. Die Partie völlig gegen. Also erstmal aufs Wesentliche beschränken, nämlich ihre Außenverteidiger abzu. Welche Möglichkeit zum 4-1.
Pierre Littbarski und sicherlich auch Spielern vom deutschen Pokalsieger 2000 auch mit sich selbst zu tun hatten, dass irgendwann die Kräfte nachlassen. Dafür ist das Spiel natürlich Dortmund halt. De Bruyne. Das ist die ideale Situation, aber das heißt nicht zwingend, dass sie das Ding hier auch gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit. Sehr gut gemacht in dem Fall, die Dortmunder, denn das sind genau die Gefahren, wenn Wolfsburg sich sortiert und einen schnellen Konter fährt. Weil sehr schnell und sehr einer, der im Mittelfeld auch geht. Da kann Mkhitaryan nicht so viel machen und will jetzt nicht sagen, in der Summe haben sie langsam einen verdient, aber das war für mich eher erwichtigt. War die dritte, vierte, eng. Eine gute Minute vor Ende, trauen sich jetzt auch die Wolfsburger Fans, die ja auch zahlreich. Keine Qualifikation zur Europa League, die müsste dann Borussia Dortmund spielen. Als Pokalsieger.